Guten Tag, willkommen zurück zum Tiefsimulator. Guten Abend, mit meiner Wenigkeit. So, nachdem wir jetzt gefühlt, ja, sagen wir mal, eine halbe Stunde hier gewartet haben, bis die Cops wieder verschwunden sind, weil, wie gesagt, die backen teilweise noch rum, haben wir zwar noch andere Aufträge im Nachbargebäude, allerdings müssen wir erstmal wieder nach Hause, denn da müssten wir einmal durch dieses Tor da. Und das ist gerade nicht möglich, weil wir keine einfachen Lockpicks da haben. Und die muss ich jetzt erstmal wieder kaufen. Sonst kommen wir da nicht rein. Das ist, wäre dann ein bisschen schlecht und so weiter und so fort. Weil hintenrum, da kommen wir nur in die andere, nicht in die, also in die andere Hütte, aber nicht in die, wo wir halt rein müssen. Ne? So, 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch irgendwas? Akzeptiert, akzeptiert. Das ist alles hier die 107. Da müssen wir noch das Klo zerstören und zwei Fenster im Stock zerschlagen, was natürlich immer auch sehr gut ist, zerschlagen, sprich bedeutet Alarmanlage. Naja. Auch so eine Sache. Ansonsten ist es natürlich immer ein bisschen risky, aber wir klauen ja jetzt in dem Moment nicht, sondern wir machen ja Gewaltverbrechen. Oder das Gewalt, also Einbruch und Sachbeschädigung. Und wir kann man ortsüblich auch um 15.51 Uhr am helligsten Tage begehen, würde ich fast behaupten. Man muss halt dementsprechend nur, ja, gewieft und schnell sein. So, wie in dem Fall, wo wir das jetzt machen. Wir stürmen hier einmal drauf zu. Dankeschön. Da haben wir die Aufgabe, das Scheißhaus zu zerstören und den Fernseher zu zerstören oder stehlen. Natürlich wäre es jetzt sicher das einfachste. Wenn wir den Fernseher mitnehmen. Dafür müssen wir aber erstmal wissen, wo die Scheißklötze da nochmal stand. Ah ja, gefunden. Und anscheinend ist auch noch mal, wer hätte es gedacht, jemand im Haus. Oh, ein dreifacher Kerzenständer. Haben wir den nicht gebraucht? Ah, ja, das auch. So gut. Es ist Bewegung im Haus. Stellt sich halt nur die Frage, wo. Ja, es werden dementsprechend auch tendenziell Türen geöffnet. Sehr viele Türen sogar. Wird es mit dem Fernseher bitte abstellen? So, auf Wiedersehen. War schön bei Ihnen. Auf zum Pfandhaus. Das war mal wieder eine S-Plus-Klasse jenseits von Gut und Böse. Wunderbar. So, einmal hier die Knurze auf. Welcome back. Jo, Achtung, ich würde gern den verkaufen. Das Teil verkaufen. Ja, und den nicht. Dafür kriege ich noch woanders gut Geld. Dankeschön. So, dann einmal ab nach Hause. Jetzt reicht nämlich auch die Kohle für unser Skillgerät. Nachdem wir es ja noch einmal hier, na, wo haben wir es denn, Black Market, genau, die Vase sollte verkauft werden für wahnsinnige 16 Dollar und der dreifache Kerzenständer und noch ein dreifacher Kerzenständer. Wow, weil Double Tap bekanntermaßen besser. Gut, aber wir haben genug Kohle, deswegen scheißegal, das hier kaufen. So, 400 Dollar ist exakt übrig geblieben, bin beeindruckt.
So, achso, ich habe ja noch allgemeine Skillpoints. Die sollten wir vielleicht mal hier reinstecken mit 25% mehr Rucksack, ne? Und so? Kann ich nicht? Warum? Naja. Gut, jetzt haben wir schon 25% mehr, dann nochmal 25% mehr. Dann, okay. Verstehe. Also halte in die Pfeilen angezeigte Drehrichtung, bis ich das Geräusch ändere. Drücke dann die richtige Richtung, sobald die Kombination akzeptiert ist. Fange danach an, dich in entgegengesetzte Richtung zu drehen. Ah ja. Sehr schön. An important document has gone missing from Mr. Lombardi's desk. I've got a feeling it's in Greenview 102. Be a good debt slave and check it out for me. Ja, check mal natürlich. Okay, also Tresore knacken noch auf die altmodische Art mit Hörgerät. Warum nicht, warum nicht? Und das diesmal an der 102. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Nutzen wir aber auch dementsprechend einfach mal die Möglichkeit und fahren direkt am Parkplatz vorbei, weil ich ein Profi bin. Aber da in der Nachbarschaft eh nichts auffällt und wir 10 Dollar Reparaturkosten bezahlen müssen, weil wir so ein guter Fahrer sind. So, natürlich war der Mitternacht genau noch so eine einzelne. Ja, moin. Das ist eine einzelne Karriere. So, die 102, ja, da ist er doch. Ja, sieht gut aus. Sieht doch gut aus. Ah, erstmal mehr oder weniger alleine und einzeln. Jetzt läuft die natürlich wieder hier dran vorbei. Aber sieht gut aus. Man könnte über die Haupttüre rein. Oder dort hinten rein. Sind natürlich schon wieder die Jalousien alle zu. Ganz klar. Also, lief die alte jetzt hier lang oder wissen die? Ach, da hinten oder noch. So, jetzt läuft der nächste Typ hier lang. Ich wäre blöde. Ach, stimmt, die haben ja auch noch Häuser. Die habe ich noch gar nicht beachtet. Da brennt aber noch Licht. Bei den anderen nicht. So, habt ihr euch jetzt mal alle verpisst? Das wäre sehr nett. Vordertürschlüssel 102. Was, nur nicht knackbar oder was? Oh Gott. In einen seltsamen Ort kriechen. Sündigen, meine Fresse. Verpisst euch alle, danke. So, wo kommen wir denn jetzt hier am dümmsten? Nein. Weil ist ja alles zu. Schön, dass die Hecke hier nicht zugewachsen ist. Toll. Hier geht ja nicht. Wir sehen die kompletten Jalousien nach unten. Vor allen Dingen der Garten ausgeleuchtet wie ich weiß auch nicht. Gartenzwerge. Hier sind die kompletten Jalousien zu. Also nachts hier einzusteigen wird eher. Ich weiß auch nicht. Schwierig. Weil hier ist genauso alles zu. Hier ist alles zu. Also entweder muss ich auf den Tag warten, dass sie die Jalousien oben haben. Ansonsten ergibt das für mich ja keinen Sinn. Meine Fresse. Dafür habe ich jetzt einen Lock fahren. Was sündige ich denn, Junge? Hau ab!
Warten wir mal auf 12 Uhr mittags. Will mal wissen, wie das dort aussieht. Warten wir mal ab, wie das dort aussieht. Oder 11 Uhr mittags, eher gesagt. Oh, da müssen sie ja ihre blöden Jalousien oben haben, oder? Ja, haben sie. Wunderbar. Mahlzeit. Schlüssel knacken 4, Glasmesser. Wow. Wow. Ja, haben wir verloren. Das haben wir verloren. Hier rein kann man nicht. Freeze. Ja, als ob du ein Bulle bist, Junge. Bist der Nachbar. In kurzen Hosen. Okay, wir brauchen also dann noch ein Glasmesser. Verstehe. Ach, die machen es uns aber auch nicht einfach. Wir müssen tagsüber einsteigen, weil nachtsüber geht nicht. Aber wir brauchen ein Glasmesser. Und ich will nicht wissen, was der Scheiß kostet. Ich würde einfach freundlich klingeln und fragen, ob wir mal reingehen können. Wollen wir mal kurz gucken, was der Scheiß kostet. Billig wird's, denke ich mal, nicht sein. Juwelier hier. 2.500. Ja moin. Da können wir uns mal eine Menge Jobs noch annehmen. So, bei der 107. Okay, also 107 Toilette, 107 ihr Fenster im zweiten Stock zerschlagen. Und in der 107 noch ihre Weingläser außerhalb zerschlagen. Sollte auch nicht das Problem sein. Dann hätten wir unter 108 Deko stören oder stehlen. Gemälde zerstören oder stehlen. Unter 110 Gemälde zerstören oder stehlen. Ja, komm, wir können ja, warte mal, 110 dann noch und 112 und sowie 113. Aha. Wir akzeptieren mal alle Jobs, gucken, ob das sich lohnt, so halbwegs. Aber wir müssen hier irgendwie ein bisschen an Kohle rankommen. So. Aber mal sehen, dass wir hier in die 108 reinkommen. Das sind ja dementsprechend die Hütten hier unten. Ja moin, was läuft die Alte denn auch da lang? Mitten in der Nacht. Meine Freunde, mitten in der Nacht. Gut, war da ein Checkpoint gesetzt? Hier, bin beeindruckt. Also willst du einmal hier driften? Nicht wird's. Ja, oder er lenkt nicht. Eins von beiden wird's halt sein, ne? So, 108 ist da vorne. Oh, Karre kann man hier abstellen. Da oben brennt noch Licht, aber mit Hoffnung, Deko zerstören, Gemälde zerstören.
Haben wir da jetzt nochmal eine genaue Anweisung? Was wir unter 108 zerstören müssen? Unter 108 hier. So eine scheiß Vase und so ein hässliches Gemälde, okay. Gibt's auch eine genauere Beschreibung dafür, oder? Ja, das Gemälde und so eine etwas ovalere Vase, okay. Das wurde sogar angezeigt, wow. Wie nett. Gut, hat keiner mitbekommen. Ist schon mal schön. Dass es wenigstens einmal klappt. So, hätten wir das in der 108. Jetzt brauchen wir noch irgendwas in der 107. Ich glaube, da ging es eher ums Zerstören wie alles andere. Toilette zerstören, Fenster im zweiten Stock zerschlagen, Weingläser zerschlagen. Okay. Erstmal das hier zerschlagen, okay. Hat die absolut nicht aufgeschreckt. Was ich schon mal sehr nett finde. So. Das liegt dann einmal oben drüber, wie das aussieht. Auch. Na, aber das hat sie anscheinend noch nicht so dermaßen beunruhigt. Aber sobald ich hier ein Fenster einschlage, geht die Alarmanlage los. Das ist schon mal absolut safe. Deswegen müsste man sich eventuell noch fix entscheiden, wo man sich dann am dümmsten noch verstecken könnte. Das haben wir noch nicht so wirklich geklärt. Und ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es ja auch gar nicht. Der Schrank, geht da als Versteck? Ah ja. Ah, okay. Hat ihn nicht mehr gejuckt. Ja gut, ja moin. Ja moin, ja moin. Dann würde ich sagen, verlasse ich ihr Haus auch wieder. Sag tschö mit Ö. So, wunderbar. Habe schon eine Karre gepackt, da vorne. Gut, dann müssen wir einmal in die 110 mit rein. Ja moin, lauter ging's nicht.
Wenn ich Lockpicks manchmal liebe, dann wegen solchen Sachen. Ah, ist eh keiner da. So, wunderbar, das zerstört. Und dann waren es doch noch irgendwas anderes, jobtechnisch gesehen, oder? Täusche ich mich da ja hier, ne? Jawohl, aber ich glaube, hier schläft die Alte wieder so extrem unruhig, ne? Ja, die schläft wieder extrem unruhig. Ich glaube, die hat auch gleich ihre Aktiva-Phase. Was auch nicht so geil ist. Ja, toll, und beides befindet sich noch da drin. Ja, moin. Ja, war klar. Es wäre schön. Schön, dass sie den Einbruch entdeckt hat. Ich komme wieder. Keine Frage. Gott sei Dank ist nämlich hier gleich Schicht im Schacht. Gut, eigentlich wurden wir nicht entdeckt. Das renkt uns jetzt natürlich wieder ab. Rissengeizbonus D, ja, aber auch nur, weil wir entdeckt worden sind. Meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis denne, haut rein. Tschüttelü.